Ich habe mir die Nikon Z6 gekauft. Warum, weshalb und warum keine Sony? Jetzt im Video. Ja, willkommen zurück, Freunde der Nacht. Wer mir bei Instagram folgt, der hat es wahrscheinlich mitbekommen. Wer mir da noch nicht folgt, am besten mal direkt ein Abo da lassen. Ich habe meine Nikon D5300 bei zu viel Regen geschrottet. Wasser kam ins Gehäuse und ja, das war's dann. Hinten alle Knöpfe funktionieren nicht mehr. Ich kann nicht mehr ins Menü, ich kann keine Einstellungen mehr machen. Geht nichts mehr. So, an sich funktioniert sie noch. Also Fotos könnte ich theoretisch noch machen. Video geht auch noch. Aber ich kann halt keinen Fokus mehr verschieben. Ich kann halt die ganzen Einstellungen nicht mehr machen und damit ist sie quasi tot. Zumindest für mich, weil ich auch zum Beispiel bei Video, ich kann keine Framerates mehr ändern und so weiter. Es war für mich also Zeit, eine neue Kamera zu kaufen und für mich das einzig sinnvolle Upgrade ist da einfach Vollformat. Und da ich halt auch filme und da einfach viele Möglichkeiten sind, vor allem auch spiegellos. So, da stand ich natürlich jetzt vor einer großen Entscheidung. Bleibe ich bei Nikon oder gehe ich zum Wettbewerber, zum Beispiel zu Sony, die mit der A7 III ja, wie man so weitläufig hört, eine ziemlich gute Kamera rausgebracht haben. Ich habe mich jetzt letztendlich für die Nikon Z6 entschieden. Und ich will mal ein bisschen darauf eingehen, warum eigentlich. Eigentlich gibt es aber auch nicht so viele Gründe. Punkt 1, ich hatte sie, die Z7, auf der Fotokina schon in der Hand. Und ich mochte einfach das Feeling. Ich bin einfach Nikon gewöhnt. Und ich mag einfach, wie die Kamera in der Hand liegt. Das fühlt sich für mich einfach gut an. Und das ist für mich eins der Hauptkriterien, wenn ich eine Kamera habe, dass ich mich wohlfühle mit der Kamera, egal wie jetzt die technischen Details sind. Abgesehen davon ist sie von den technischen Details ziemlich gut. Also was man so hört, und da kann man sich ja 10.000 Reviews zu anschauen, da werde ich jetzt heute nichts zu sagen, aber ist sie ja ziemlich gleich auf mit der Sony. In manchen Bereichen ist sie ein bisschen besser, in manchen ist sie vielleicht ein bisschen schlechter. Zum Beispiel der Autofokus ist nicht ganz so gut. Aber im Grunde genommen können beide Kameras ungefähr das gleiche. Der Vorteil bei der Nikon ist, mit diesem Adapter kann ich all meine Linsen, die ich bisher gekauft habe, weiter nutzen. Selbst wenn es keine Vollformatlinsen sind. Sobald ich die draufstecke, geht die Kamera dann halt in den Crop-Modus. Und ich kann halt wie vorher fotografieren quasi. Also ich verliere nichts zu vorher, habe aber trotzdem mehr Potenzial für die Zukunft. Wenn ich dann weitere Vollformatlinsen und so weiter kaufe. Aber ich kann meine bestehenden Linsen ganz normal wie vorher auch verwenden, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil ich da auch schon Geld ausgegeben habe. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also einfach diese, dass ich sie weiter benutzen kann und dass ich mich gut mit der Kamera fühle, dass sie gut in der Hand liegt. Das waren für mich eigentlich die Hauptkriterien. Und dass ich einfach generell mit dem Layout gut zurechtkomme, dass ich das Menü super übersichtlich finde. All diese Dinge haben mich hauptsächlich für den Kauf bewogen. So, aber wollen wir uns das Ganze doch mal anschauen und mal gemeinsam auspacken. Weil bisher habe ich sie nur im Laden in der Hand gehalten, aber das Auspacken ist ja nochmal so ein besonderer Moment und das können wir einfach mal gemeinsam machen. Los geht's. So, guten Tag. Ich habe mich jetzt mal in meinem Van umgesetzt. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen und ich entschuldige mich schon mal, falls mit dem Licht es irgendwie Probleme gibt und es irgendwie heller und dunkler wird. Das kann ich jetzt leider nicht mehr fixieren, weil der Knopf nicht mehr funktioniert. Ja, egal, fangen wir an. Also, da ist das gute Stück Nikon Z6 2470 Kit. Ich habe es mit der Kitlens gekauft, 2470 Blende 4. Was man so hört, soll das ein ganz gutes Objektiv sein. Für mich ist es hoffentlich eine gute Wahl, weil also ich habe beim Fotografieren und beim Filmen festgestellt, auf APS-C eigentlich alles, was ich so gerade fotografiert habe, ist im Blendenbereich zwischen, sagen wir mal, ungefähr 15 mm und 50 mm. Und damit deckt diese Kitlens eigentlich alles ab, was ich brauche. Und Blende 4 verhält sich ja auf Vollformat auch nochmal anders als auf APS-C. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht.
weil es könnte sein, dass ich dann nur noch diese Linse brauche und die anderen gar nicht mehr so oft. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, zum Beispiel meinen 35mm 1.8 zu benutzen oder auch meinen Superweitwinkel und damit einfach nochmal einen coolen anderen Look hinzukriegen. Genau, durch den Adapter, der in der Tüte ist. Egal, fangen wir mal an. Also, zwei Boxen. Einmal die Kamera und einmal das Kit. Wir fangen an mit der Kamera. Schöne weiße Box. Garantieschein, der ganze VP-Kram halt. Da kommen wir später zu. Schauen wir mal erst, was hier noch so drin ist. Man sieht, ich habe beim Unboxen echt keine Erfahrung. USB-C-Kabel, Charger, Batterie, Neckstrap, das ist der Stecker für den Charger, US, toll, gell? Den darf ich dann nachkaufen. Und was ist das hier Schönes? Was auch immer das hier ist, muss ich irgendwie noch herausfinden. Kommen wir mal zum eigentlichen Highlight. Und zwar der Kamera. Ich muss sagen, ich mag einfach, wie die in der Hand liegt. Der Grip, das ist so geil. Das fühlt sich einfach an wie eine Spiegelreflex. Ich weiß nicht, das liegt so gut in der Hand. Ich bin einfach immer wieder verliebt, wenn ich diese Kamera in der Hand habe. Ja, ich zeige sie euch einfach mal. Das ist hier überhaupt im Fokus. Wir haben hier oben das Drehrad, unterschiedliche Einstellungen. Ist natürlich jetzt kein Akku drin. Dann hier das Schwenkdisplay. Darauf bin ich gespannt, ob ich da einen Unterschied feststelle, weil aktuell hatte ich ja immer einen Flipscreen. Wir werden sehen, inwiefern mich das nerven wird. Ich hoffe nicht allzu sehr. Ich bin gespannt. Ja, einfach ein schönes Teil, diese Kamera. Ich stelle die mal hier hinten hin. Kommen wir mal zur zweiten Box. Was haben wir hier? Schöne Tasche fürs Objektiv. Sonnenblende. Und hier ist es, das 2470 Blende 4. Und ich muss sagen, guckt euch das mal an. Das ist echt gar nicht mal so groß. Hier mal so zum Vergleich. Das ist mein 35mm 1.8 Festbrennweite. Schönes Ding, muss ich sagen. So, guckt euch das mal an. Das ist schon ein Unterschied hier vom Bajonett, muss ich sagen. So sieht das Ganze dann in voller Pracht aus. Schickes Ding. Bin gespannt, was wir damit fabrizieren, wie sich das Ganze auch auf die Videoqualität auswirkt. Wir werden das dann in den nächsten Videos hoffentlich sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und ja, auf viele gute Zeit. Ich sag,
go hard or go home. Weil, ja, das ist natürlich jetzt schon ein krasser Hit für mein Reisebudget. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Ich muss jetzt irgendwie Gas geben, Arbeit finden, damit ich dieses gute Stück finanzieren kann. Aber für mich war es keine Option, einfach bei der Kamera zu bleiben, beziehungsweise die gebraucht irgendwie zu kaufen, weil ich eh auf Vollformat upgraden wollte. Jetzt war ich quasi dazu gezwungen und jetzt gebe ich halt Vollgas, ne? Also, wir sehen uns demnächst. Schön, dass ihr am Start seid. Und ich bin gespannt, wo die Reise mit diesem guten Stück hier hingehen wird. Wir sehen uns. Macht's gut, Freunde.